Und herzlich willkommen zurück zu Alan Wake American Nightmare. Ja, wir wurden wieder in der Zeit zurückgesetzt, haben es wieder nicht geschafft, gegen unseren Double. Ja, unser Doppelgänger halt, zu überstehen. Oh, das ist neu, das ist neu. Hat er einen Kopf? Sollte der Kleine tot machen? Was zur Hölle ist das denn? Warum habe ich das Gefühl, dass er nicht sterben wird? Wow, was hat der für eine riesen Säge in der Hand? Okay, Leute, ich glaube, wir haben einen neuen Gegner. Und darüber bin ich nicht gerade sehr erfreut. Das Vieh sah ziemlich groß aus. Right on cue, bubbling to the surface from untold depths, the horrors come. The emerging monsters do not expect the warm reception that has already been prepared for them. Ja, wir können es gleich direkt aktivieren, das ist auch gut. Müssen wir nicht erst Runde zu Emma gehen? Da sparen wir uns einige Wege. Dann wird das Ding hier ja gleich direkt explodieren. Und wieder hören wir die Musik. Und jetzt heißt es für uns gleich wieder rennen. So, die Zerstörung angehen. Theoretisch müsste Emma ja jetzt noch leben. Ich habe jetzt hier keinen Bock, gegen die zu kämpfen. Deswegen renne ich einfach mal schnell vorbei. Ja, Emma retten. Dafür wäre ich auch mal. Oh, warum ist ja keine Lampe? Nein, nicht schon wieder! Oh, verdammt, ey! Wow, was war das denn? Das war jetzt nicht... Oh, scheiße, das war jetzt nicht so geplant, dass der fette Typ hier auftaucht. Ich glaube, der kann mich auch mit einem Schlag töten. Ich weiß es nicht. Ich will es auch gar nicht ausprobieren. Nein, nein, nein! Wow! Hau ab mit deiner Dings. So, jetzt heißt mal Dauerfeuer für ihn. Hau ab! Das gibt es doch nicht. Ja! Von der eigenen Granate zerstört. Dankeschön. Ist ja doch mal ganz hilfreich da hinten. So. 14 Schuss. Oh oh. Ich glaube, wir können jetzt hier mal ganz schnell wechseln. Druckluftnagler gegen Maschinenpistole. Ich weiß es nicht. Sie macht bestimmt mehr Schaden, aber hat weniger Munition. Vögel. So. Ich werde hier den Großen holen. Oh, hinter mir ist der Vogel. So, wo ist der Vogel? What the fuck? Treffe ich ihn? Ja, ich glaube nicht. Soll ich ihn? Ne, der hängt da. Ist auch gut, habe ich erstmal ein Problem weniger. So, der Vogel hängt ja da fest, von daher kann ich ihn von hinten... Ah, scheiße, ich muss ihn anblenden. Ich dachte, jetzt hängt er da drinnen fest, das wäre es jetzt gewesen. Komm, spawne!
Was war das denn jetzt schon wieder? Warum ist denn der jetzt einfach verschwunden? Oh, haben wir Emma gerettet? Tatsache. Ach nee, jetzt geht ja die Tür zu. Thanks for saving me again. I'd hate to die before I'm scheduled to be murdered. I guess I have you to thank for setting everything up at the oil derrick. Yeah, well, I figured that if we were going to go over this again, we might as well try to be smart about it, huh? I appreciate it. You took a big chance doing that. You okay? What do you think? I've died twice. I remember everything pretty clearly now. You said I was gonna be okay. I don't know what happened. It's not your fault. I think one of those, what did you call them? The takers? I think they did something to the power and they got me that way. I'm sorry. But I got the keys from the dead guy in that room. And I'm not handing them over until you do something about this. I'm sick of getting killed. Fair enough. Okay. Emma retten, indem sie die mit dem Sicherungskasten kümmern. Okay, wo ist denn der? Ist der hier? Ach, der ist hinter der Hütte. Okay, dann gehen wir mal hinten rum und nehmen wir hier das Ding hier mit, damit wir volle Munition haben. So. Oh nein, 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 nein. Oh, hinter mir. Wie wär's mal mit abhauen? So, jetzt noch der hier. Okay, jetzt haben wir wieder alle. Jetzt können wir auch an den Sicherungskasten ran. Und Emma vielleicht retten. Licht an. So, jetzt dürfte Emma eigentlich in Sicherheit wieder sein. Halt. Manuskript, das nehmen wir doch gerne mit. Vorher tanke ich mich nochmal auf mit Munition, falls es hier noch irgendeine Kacke kommt. Also Emma lebt auf jeden Fall noch. Da haben wir schon mal eine Person gerettet. Okay. I really don't think they can get to the power now. Thank you. That's a relief. Here's the keys that you needed. Thank you. Hey. I have to tell you, at the diner, I went there with him, the guy who looks like you, okay? I know I said that I didn't. Yeah, I figured. So. Das Zimmer des Motels erforschen. Ich hoffe, die Tür geht jetzt nicht zu. Ich guck erstmal hier rein. Ich dürfte... Irgendwo hier müssen... Ah, da. Ein Manuskript. So, und jetzt gehen wir auch ins Motel rein und holen uns die Schlüssel. So, und jetzt reisen wir wieder zur Sternwarte, also zum Teleskop. The fate of countless individuals hangs in the balance, threatened by the machinations of the Herald of Darkness. And yet, for a moment, the Champion of Light breathes a little easier. He has saved one life. For this moment, it is enough. And soon, perhaps, he can put an end to this. Stimmt, wir haben ja diesmal ihr Leben gerettet. Das könnte sich vielleicht gut aufs Ende hinauswirken. Man weiß es nicht, das finden wir ja noch heraus. Jetzt kommt er erstmal die Sternwarte mit dem Teleskop und danach kommt das Kino wieder. What he hopes is the final time. The man feels anticipation and dread in equal measure. Soon he knows he will have what he needs. Theoretisch müssten wir jetzt die Batterie holen. Es kann aber auch sein, dass sie jetzt schon die Batterie hat. Und wir können direkt zu ihr hochlaufen. I've already taken care of the imaging array, but you should still look into securing the primary coolant flow. With some luck, you may be able to light the area before these things even show up. Okay, die primären Rohre. Heute kann ich echt nicht lesen. Die Rohre sichern. Oh. Die Tür ist zu. Mädel, die Tür ist zu. Oh shit.
Komme ich da jetzt nicht rein? Ah, jetzt hat er... Dankeschön für die Tür aufmachen. War doch nicht der Rede wert. So, ich gehe rein und du bleibst da draußen. Au, ich bin ausgewichen. In den Arsch schießen. Damit es auch ordentlich wehtut. So, jetzt müssen wir das hier eigentlich nur aktivieren. Was willst du denn da draußen? Oh, das sind sogar noch zwei. Ja, ich bin gleich da. So, jetzt dürfte es wieder das Auto geflogen kommen. Ja. Ich hoffe, das fliegt auch an die gleiche Stelle, nicht, dass ich jetzt gleich überrumpelt werde. Ja, das fliegt an die gleiche Stelle. So, jetzt haben wir nur ein Ziel. Da hoch. Oh nein. Fetti, auf dich habe ich jetzt überhaupt keinen Bock. Au. Das war nicht nett. Oh, was war das denn jetzt? Oh, shit. Du hängst da fest, würde ich mal meinen. Du bleibst mal schön hinter dem Auto und ich knall dich ab. Seht ihr das, wie viel er aushält? Das ist ja unnormal. Und ich habe immer noch nicht gesehen, ob der einen Kopf hat oder nicht. Sieht aus, als ob der nur mit dem Hals rumläuft. Meine Munition sagt auch bald tschüss. Zum Glück bin ich bald oben drinne. Wir rennen am besten direkt rein, falls es hier oben welche kommen. Also wenn wir kurz vor der Tür stehen. Oh, das war wieder ein Schuss zu viel. 19 Schuss noch. Ich höre was hinter mir. Ist nur ein kleiner. Okay, nee. Falls es hier noch mehrere kommen. Wieder ein Schuss zu viel. Schieße ich besser extra langsam. Oh, Munition, Munition. Ah ne, eine Kiste. 40 Manuskripte. Nee. Okay. Bevor jetzt hier irgendwas Dummes kommt. Nein, das könnt ihr vergessen. Nein! Oh Mann! Geh weg! Auf! Das ist sorry, Leute, ich hatte kaum noch Munition. Ich hätte zwar auch die Waffe benutzen können, aber lieber erspare ich mir das Gekloppe. So, Blendgranaten. Wie viel habe ich davon jetzt? 5, okay. So, was liegt hier unten? Leuchtenlicht. Oh nein, jetzt geht das wieder los.
Alter Schwede, das war jetzt knapp. There, I have it. But I wish these things would stop. Der Entdecker hat mich jetzt richtig geschockt, ey. That's just rude. Are you all right? Ja, darf ich jetzt bitte nach oben? Glad. I'll send the lift down to you. I remember our previous encounters very clearly now. Vielleicht haben wir jetzt hier alle Details auf dem Blatt, was wir jetzt kriegen. I don't know why our awareness persists, but it's bloody fascinating. Bin ich ja jetzt mal gespannt, ob da jetzt alles draufsteht. Doctor? You know, I know physicists who would give 15 years of their lives for a chance to experience something like this. I'd imagine that being stalked by horrible axe murderers would curb their enthusiasm a little. Clearly you've never met hardcore physicists. I'm glad you're in such good spirits, but... The signal! Yes, it's completed! Ja, es ist vollständig. Also nicht mehr... nur noch eine Hälfte und so oder so. Jetzt ist alles vollständig. With his own words, and when the time comes, they will be enough, or they will not. For now, he's content to let the currents take him toward the final confrontation. Oh, der Weg zum letzten Gefecht, Leute. Jetzt geht's wieder zum Autokino. Und wenn wir Glück haben, müssen wir nur den Strom aktivieren. Da können wir einfach nur mal hin und her ganz kurz rennen. Once more, we return to the drive-in. If he's aware of the absurdity of arming oneself with a few sentences and standing against a power that can pierce time itself, warum stehen wir jetzt da hinten? The man has his share of weaknesses, perhaps more. Ah, wir sind jetzt. But cowardice, ja. Is not among them. Das war schlau von Ihnen, direkt hier hinten hinzugehen. Da hätten wir jetzt nicht den ganzen Weg hier hinterlaufen müssen. Okay. Dann mache ich jetzt erstmal einen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wir sind jetzt hier schon nah am Strom und dann würde ich meinen, bis zum nächsten Mal, und ich glaube, das Spiel nimmt langsam auch wieder sein Ende. Dann schalte beim nächsten Mal wieder ein und ich sage jetzt ciao.